Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 auf Seiten der Alliierten bei Mission mittlerweile 13 schon. Jo, wir haben ja beim letzten Mal die 4 Atomraketen von Stalin aufgehalten, die glaube ich nach London, Paris, Rom und Berlin fliegen sollten. Genau. Und jetzt bereiten wir uns auf den finalen Gegenschlag vor, indem wir jetzt in sein Land einmarschieren. Genau. Nord oder Süd? So, los geht's. That was too close. However, I prefer close to the alternative. If that bomb had gone off, well, let us just say, those of us left would all be learning how to speak Russian about now. Luckily, that is not the case. You and your team have foiled Stalin at every turn. And this was the coup de grace. The information obtained by your soldiers indicates those missiles was the only one Stalin had ready to launch. With the atomic threat lifted, the time is right to launch our strike on the USSR. Your job is to clear the St. Petersburg area so that our ships can offer naval support to ground forces moving towards Moscow. Start by destroying the Soviet command center here. Once they are cut off from communications with Moscow, clear the naval passage so our ships can move up the river. Ah, die Mission finde ich eigentlich ziemlich cool sogar, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, kann man sich in Ruhe eine Basis aufbauen und man hat mehrere Einheiten zur Verfügung und nicht nur diesen Krampf da in den Inside-Levels. Und ja, genau, aber was interessant ist, ich stelle jetzt erstmal die Spielgeschwindigkeit... Ah, die passt schon so, die passt schon, okay. Was interessant ist, was man in der deutschen Version nicht erfährt, ist, wir sind in der Nähe von St. Petersburg. Krass, das wusste ich noch gar nicht. Das, ja, das gab es so in der deutschen Version nicht. Da wurde es nie gesagt, wo man ist. Man soll einfach nur einen Fluss freiräumen. Und ja, das wäre es dann aber erstmal gewesen. Und ja, hier finde ich das ziemlich cool, dass die echt erklärt haben, wo man ist. Also man ist bei St. Petersburg, alles klar. Dann kann man das auch geografisch ein bisschen einordnen, warum hier Schnee liegt und alles. Ja, genau. Und der Fluss, den wir hier freiräumen sollen, das ist, glaube ich, die Wolga. Genau, ja. Also so wurde es zumindest in der deutschen Version gesagt. Wobei das hier so halb die deutsche Version ist, es ist halt eine englische Version mit deutschen Texturen, also mit deutschen Textfiles und Sprachausgabe. Und ja, genau, hier ist der Fluss. Hier müssen wir hin später mit dem anderen Bauhof, den wir da noch haben. Ja, wir haben zwei Bauhöfe zur Verfügung. Das finde ich auch sehr interessant. Und schade ist, dass wir hier unten keine Dings haben. Keine Edelsteine. Weil auf der anderen Karte, das weiß ich glaube ich sogar noch, gibt es Edelsteine. So, aber das ist auch mal nicht schlecht, dass man auch mal eine andere Karte sieht. Nein, warum brichst du das denn ab? Ah, okay, ich weiß, welche Karte das ist. Alles klar. Dann haben wir da die Edelsteine. So, direkt Waffenfabrik hinterher. Alles klar, dann erkunden wir mal ein bisschen weiter. Was? Ah, Flugzeuge, alles klar, dann baue ich mal Raxirus. Ja, hör auf mit deinem Flugzeug zu nerven. Was zur Hölle? Ja. Okay, noch ein Raketensiro. So, sichern Sie den Kanal, genau. Dafür haben wir nämlich, wie wir oben hier wieder sehen, 2 Stunden Zeit. Aber das sollte kein Ding sein eigentlich.
mit der Zeit. So, ich traue mich hier irgendwie noch nicht so richtig. Wobei, es scheint sicher zu sein hier. Okay. Solange wie die Waffenfabrik noch baut, werde ich mal ein bisschen erkunden fahren. Und, ja, genau. So, die kann er... Cool, die kann sogar hier hin. Alles klar. Gut, dann Großkraftwerk und direkt einen zweiten Sammler. Ah, Hubschrauber. Okay, er hat Hubschrauber. Okay. Alter! Ja, ich bin dann mal weg, ne? Ich bin dann mal weg. Ja, genau. Zwei Mammuts einfach mal eben so. Alter. Ja gut, was wollen die denn? Wollt ihr hier hinkommen oder was? Bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht von euch... Ah, ist schon fertig. Ich will nicht von euch belästigt werden. So, dann, der kann direkt... Nee, der kümmert sich um die Edelsteine, genau. Der kann mal die Edelsteine sammeln und ich baue währenddessen schon mal einen Kampfpanzer. Weil je früher man mit dem Panzerbau beginnt, desto besser. Also Energie. Dann, wo ist das Radar? Da ist das Radar. Ah, was machst du denn jetzt hier? Ah, der will den Panzer. Der will den Panzer. Moment. Zieht ihn mal in die Dings rein. Genau. Das sind nämlich diese Rossen-Hubschrauber. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erklärt. Die schießen mit Maschinengewehr statt mit Raketen. Und die können halt bewegliche Ziele viel besser treffen. Das ist halt das. So, Tech-Zentrum. Da sehen wir mal schon mal, was hier los ist. Wir brauchen Silos. Was? Wir brauchen schon Silos? Okay, ich baue. Ah, wegen den Edelsteinen deswegen. Und weil wir irgendwie 10.000 Credits haben. Okay. Auch nicht schlecht. So, Tech-Zentrum. Du... Mit deinen Flugzeugen, du nervst nur. Du triffst gar nicht, guck mal. Ah, sammelt doch beide die Edelsteine ein hier. So. Du kannst da runtergehen. Alles klar. Gut, dann geht mal da. Ich wollte nur sicher gehen, dass ihr alle die Edelsteine sammelt. So. Sehr schön. Werkstatt. Und weiter Panzer. Wir haben ja genug Kohle, also das passt schon soweit. Ich glaube aber, ein bisschen haushalten müssen wir schon mit der Kohle. Was machst du denn? Warum sammelst du dich nicht voll, ey? Ja gut, egal. Ich sammle auch viel zu weit weg irgendwie, kann das sein. Egal. So. Machen wir mal zwei Panzerchen hier. Die kommen nochmal nach vorne. So, die Werkstatt. Werkstatt kommt mal dahin. Und Hubschrauber. Ich werde nämlich hier auch mit Hubschraubern agieren müssen. Weil der Stützpunkt ist sehr schwer befestigt. Auf jeden Fall. Ah, die haben wieder hier so eine Sammlerschlacht, ey. Oh Mann. Ah ja gut. Ah, da ist die Patrouille, alles klar. Soll ich die mal wegmachen vielleicht? Komm, mach die mal weg, oder? Mach die mal weg. Die nerven. Auf geht's. Du kitest mal ein bisschen. Ah ne, der wechselt die Ziele immer. Ah, ich verstehe schon, ja. So, komm, alle drauf. Alle drauf. So, weg damit. Weg damit. So, die Hubschrauber. So, ich hier unten. Ja, ich tue die mal hier unten hin. Schön gesichert. Das passt schon. Ah! Wo kommen die denn her? Okay, hi. Was soll das werden? Was versuchst du hier? Das kannst du mal ganz schön vergessen, mein Freund. Das kannst du ganz schnell vergessen. So, ich guck mal. Jo, der nimmt weiter auf. Sehr schön. Okay, ich guck nochmal. Ja, alles klar. Gut. Jo, dann können wir mal weitermachen. Ich habe gerade eben auch... ich musste noch eine Zwischenpause machen. Ich habe gerade eben noch einen Anruf bekommen. Aber das ist jetzt erledigt soweit. Ja, genau. Dann würde ich sagen, bauen wir nochmal eine Raffinerie. Oh. Okay. Da können sich schon mal die beiden Hubschrauber drum kümmern, würde ich sagen. Ja, zumindest um den Raketenwerfer. So, hui. Ah, es war wieder so ein scheiß Flugzeug. Ah, was machst du denn? Um Gottes Willen. Mach doch nicht sowas. Da kümmert euch schon um den Panzer. Nein, okay, doch um den Raketenwerfer. So, okay. Alles klar. Erstmal Ziel wechseln. So. Oh, der ist fast kaputt, geil. Okay, dann reicht eigentlich.
Ein Schuss von einem Gummipanzer. Oh, was kommt denn da angeschissen? Flammenwerfer. Und Mammut! Ja, natürlich. Ah, ja, tschüss. Ja, scheiße. Egal. Artillerie, kommt mal zurück. Kümmert euch mal um die Flammenwerfer. Okay, Flammenwerfer. Auch interessant eigentlich. Dass der jetzt auf einmal mit Flammenwerfern ankommt. So. Der hat echt 2-3 Manniken von mir weg, ne? Das ist krass. Lass mich doch erstmal in Ruhe aufbauen, du Penner. Aber jo. Das ist halt so, ne? In dem Strategiespiel ist das so. Dass man auch mal angegriffen wird. Jo, ey, ich habe ganz vergessen, hier weiter Panzer zu bauen. Artillerie zumindest. So, kriegt er den platt? Ich glaube nicht. Ah, der Satellit ist gleich fertig. Sehr schön. Ach, Command & Conquer ist einfach so ein schönes Spiel zum Let's Playen. Weil da irgendwie immer was passiert und man immer was zu kommentieren hat. Ah, seht ihr, das, da startet die Rakete. Und es ist ja manchmal so bei gewissen Projekten, dass man manchmal einfach ja, nichts mehr zu sagen hat. Das wird hier nicht passieren. Keine Sorge, ich werde immer was zu sagen haben. So ein... Und, oha! 5 Tesla-Spulen, alter Schwede, 4 Flachs. Und jetzt sieht man zumindest mal, diese Basis hier, die ist relativ schlecht gesichert, muss ich sogar sagen. Okay. Interessant auf jeden Fall. Die können wir mit dem Angriff, ja, platt machen. So 4 Hubschrauber habe ich jetzt erstmal. Dann baue ich mal eine Flak, weil die Flugzeuge mir doch definitiv auf den Sack gehen. So, und dann kann ich auch den zweiten Bauhof eigentlich... Moment, hier war irgendwo eine U-Boot-Wehr. Hier waren irgendwo U-Boote, das weiß ich noch. Weil sobald ich die, den zweiten Bauhof baue... Mach mal eine Energie, komm. Weil sobald ich den zweiten Bauhof baue und hier eine U-Boot-Werf reinsetze, kommen hier tausende von U-Booten angeschissen, das weiß ich noch. Aber das hat uns jetzt noch nicht zu interessieren. Die Hubschrauber, mach mal den Mammutpanzer da weg. Der macht mich ein bisschen nervös. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann Geschützturm. Ah, Moment, nee, der muss noch ein bisschen... Haha, seht ihr, ich habe mir eine Flak aufgebaut. Haha, das bringt dir nichts, mein Freund. Wie sieht's hier aus? Oh, der ist sogar fast kaputt. Nicht schlecht, nicht schlecht, meine Freunde, nicht schlecht. So, dann zack. Da, guck da, Geschützturm hin. Hier baue ich den mal auf einfach, so. Hier muss ich mich, glaube ich, auch direkt absichern, weil der den angreifen wird. Ah, das ist der kaputte, okay. Ah, nein. Lass den auf den Turm. Ah, der geht drauf. Komm. Was will der? Wo hat der denn hin? Okay, interessant. Naja, egal. Weiter Panzer. Panzer, Panzer. So, Panzer, ich begrüße Sie. Ja. Der Joke, der... Den macht, glaube ich, jeder. Guck mal, ein Conquer-Spieler irgendwann mal. Paul Panzer, ne? Die Flak hier macht eigentlich einen sehr guten Job, muss ich sagen. Also, nicht schlecht. So, noch ein Geschützturm. Weißt du was? Die Panzer, die können sich mal hier oben sammeln. So. Gut. Kommt jetzt noch der Geschützturm. Sagen wir mal hier hin. Dann baue ich Bunker. Ja, Bunker, Bunker. Seht ihr das? Also der baut jetzt viel schneller. Also seitdem ich den zweiten Bauhof habe, geht das echt super angenehm, ey. Super angenehm schnell. Ja, zack. Und noch ein. Direkt hinterher. Zack. Ja, zack. Weiter geht's. Einfach weiter, weiter, weiter. Zack. Weiter. So, 2 Raffinerien, 3 Sammler, das passt. Die Finanzsituation wird schon nicht schlechter werden im Moment. Aber die Energiesituation, ja. Das war klar, dass das irgendwann mal passiert. Aber ist ja nicht schlimm, denn dafür können wir ja neue bauen. Ja, aber es ist jetzt jedes einzelne Ding wieder beschädigt. Aber ist kein Problem. So, dann hier oben ist auch noch ein bisschen Erz, okay. Gut, Panzer. Dann wage ich mich mal, die Werft zu bauen. Ich nehme schon mal die Hubschrauber. Weil ich habe echt Angst, dass jetzt hier wirklich
Ja, genau. Seht ihr das? Drei U-Boote. Drei U-Boote. Aber die Hubschrauber brauchen zu lang. Das wird nichts. Das wird nichts. Aber kriegt ihr das eine noch? Komm, das eine kriegt ihr noch. Ja, sehr geil. Okay. Ah, okay. Das heißt, da muss ich mit den Hubschraubern. So, weiter. Keine Müdigkeit hier. Weiter, fliegt da wieder hin. Das sind nämlich zwei U-Boote und ich kann ja mal probieren, ein Kanonenboot zu bauen. Ah, wo ist denn das jetzt? Hier unten, Kanonenboot. Und ja, eine kurze Pause. Ja, da bin ich wieder. ja, kleine Pause gemacht und das kann ich verkaufen. Das ist schon fast kaputt. Ja, wie gesagt, kleine Pinkelpause sozusagen. Und ja, dann passt das aber soweit, ne? Ja, das passt sehr schön. Gut, dann kann ich ja jetzt eigentlich direkt ein Schiff bauen, ne? Ah, hier ist es doch, Kanonenboot. Das habe ich ja eben gesucht, genau. Ja, Kanonenboot schneller. Ich brauche am besten noch eine Werft. So, die Hubschrauber sind da, sehr schön. Mach den kaputt, komm. Das mögen die nämlich gar nicht, die U-Boote. Wenn man mit Hubschraubern drauf schießt, das hassen die total. So, oh, was ist das? Oh, Scheiße. Oh, fuck. Kommt mal her, Freunde. Kommt mal her. Ihr müsst hier helfen, komm. Mach mal die Raketenwerfer weg. Scheiße. Halleluja. Ja, das meinte ich nämlich. Sobald ich den Bauhof hier aufgebaut habe, kommt der mit allen möglichen Scheiß wieder an. Guckt ihr euch das an. Da sind Flugzeuge, alles. So. Und, flack. So. Da habe ich drei Werften hier stehen. Die brauche ich aber auch. So. Jetzt kommen hier einmal eine Flak hin. Und den Geschützturm muss ich nochmal nachbauen. Genau. Einmal kurz geguckt. Es passt aber. Ist da was? Ihr seid mal Team 1. So. Machen das so. Artillerie. Und da muss ich eigentlich weiter absichern hier per, gegen Flugabwehr. Ja. Dann brauche ich noch meine vier Silos. Nicht vergessen. Ah, komm schon. Stell dich nicht so an. So. Ich werde nämlich Zerstörer bauen. Genau, das werde ich tun. Weil hier in dem Level sind halt sau viele U-Boote und aha, was ist das? Komm, fang den ab. Ah, das bringt nichts. Scheiße. Kommt mal hier runter. Kommt mal hier runter. Ach, das sind nur Männchen. Ach Gott. Das sind nur Männchen. Ja, dann, keine Ahnung. Was sind die viel ab gegen Schiffe? Okay. Na dann. Mach mal den Transporter dann im Arsch. Da kann ich eigentlich den Gummipanzer schon alleine drum kümmern. Oder? Ah, ne, der geht kaputt. Scheiße, okay. Na gut, dann Artillerie halt. Genau. Ja, das ist ja die richtige Waffe dagegen. So, okay. Ja, was brauche ich jetzt noch? Silos, ne? Sonst dann habe ich alles eigentlich. So, mach das mal weg. Ah, hier unten kommt der also auch, alles klar. Gut. Gut zu wissen. Dann baue ich da noch Verteidigung hin. Aber das passt schon so. So, die Silos kommen mal hier hin. Ich mach mal 6 Stück diesmal. Geht ja so schön schnell jetzt. Wo sind die Schiffe? Zerstörer. So. 3. Ah, Panzer habe ich ja auch schon jede Menge eigentlich. Wobei die alle können wir hier reparieren fahren. Das ist gar keine schlechte Idee. Ganz Team 1 am besten. Ah, gibt's nicht. Ich habe sie vergessen zu gruppieren. Ah, das ist auch mal wieder ein typischer Fehler von mir, ey. Ich baue mal 6 Silos. Ah, ich bin mal so fein. Ich baue 6 Silos. So, die Hälfte der Zeit ist gleich rum, aber wir haben die Basis schon komplett aufgebaut. Das heißt, boah. Oh, was ist das denn hier oben? Hier oben hat er noch Energie sitzen für die Tesla-Spulen. Ich verstehe. Alles klar. Gut, dann machen wir weiter Panzer. So. Der hat hier noch gar nichts, ne? Ah, stimmt. Ich glaube, der baut sich nach und nach auf. So.
Das kannst du vergessen, mein Freund. Das kann. Was? Der fährt einfach so in die Basis rein. Okay, mach mal die Flammenwerfer. Ah! Oh, was? Was? Das kann jetzt nicht wahr sein. Die haben echt einen Bunker gekriegt. Was ist denn hier? Oh, Mammutpanzer. Scheiße. Ah, fuck, da habe ich verkackt. Und ich habe kein Geld mehr. Ah, ich habe kein Geld mehr, weil die Sammler so weit fahren. Shit. Shit, shit, shit. Ah, ärgerlich sowas. Wenn Geld fehlt, ist immer scheiße. So, dafür habe ich jetzt direkt 1000 bekommen. 1800, ja. Ja, die müssen sich weiter reparieren. Das bleibt gar nichts anderes übrig. So, dann Geschützturm nachbauen. Ja, natürlich. Der kommt hier echt durch fast, ne? Das ist unglaublich. So, aber das war's mit der Basis jetzt. Wieder so eine fette Basis gebaut hier. Aber joa, passt schon so. Ich warte jetzt noch, bis die sich fertig repariert haben. Hier ist ja gleich soweit. Oh, der ist schon fertig. Brauche ich noch eine Artillerie danach? Du doch nicht, hä? Nee, ihr auch nicht. Ihr könnt schon mal hoch. Lass die Artillerie da drauf, komm. Wenigstens das funktioniert. So, wie viel kostet das denn? Kostet das weniger? Ja, es kostet viel weniger, ne? Wie neu zu bauen. Ja, reparieren lohnt sich hier. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, aber wie mache ich das am besten? Der hat hier vier Flachs stehen. Zum Glück habe ich ihn noch gesehen. Vier Flachs und fünf Tesla-Spulen. Da kann ich aber mit Zerstörern reinfahren. Das ist kein Problem. Hier oben die Basis werde ich natürlich mit Panzern stürmen, ist klar. Kommt da schon wieder so ein Schwall. Und jetzt baut der auch wie verrückt, ne? Gut, dann baue ich auch wie verrückt. Ja. Was der kann, kann ich schon lange. Hallo Mammutpanzer. Scheiße, ey. Ja, ist egal. Bum, bum. So, der ist weg. Sehr schön. Artillerie, schieß einmal, dann sind die weg. Genau so. Oder so. Oder einfach drüber fahren, geht auch. So. Alter. Nerv nicht. So. Weiter Panzer bauen. Okay, dann stellt ihr euch mal, würde ich sagen, hier hin und killt ihn gleich mal. Die Unverschämtheit da oben. So.